So, warum bin ich eigentlich in dem Ordner drin? Kann ich mal bitte in meinen Ordner da, wo ich rein darf? Danke. So. Perfekt. Wir machen direkt weiter. Nachdem wir in der vorherigen Folge unglaubliche 44 Mal waren es, glaube ja, Uran gefunden haben. Oder waren es 22? Nee, doch 45. Eine Menge, mit der wir eine Menge anfangen sollten können, tun, machen. Und bin ich mal gespannt, ob wir herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Das wird spannend. So, als allererstes brauchen wir zuallererst mal eine Zentrifuge. Das hat so nicht geklappt. Das sieht schon besser aus. Der englische Begriff funktioniert zum Glück immer. Achso, ist ja auch in Englisch. Okay, hat keine deutsche Übersetzung. Schade eigentlich. Wir brauchen Kupferplatte, klingt preiswert. Diamant kriegen wir auch hin. Bohr kriegen wir sowieso hin. Das ist teuer, kriegen wir aber hin. Doch, das sollten wir alles hinbekommen. Das Problem ist. Ach nee, ist Mittelvolttechnik. Ah, ich dachte schon, das ist Hochvolttechnik. Sehr schön. Können wir es direkt mal in Angriff nehmen. Dann gucken wir mal, was wir davon schon alles haben. Wir räumen erstmal mal die Taschen aus und dann gucken wir mal, dann fangen wir mal an zu gucken. Gucken wir mal. Können wir irgendwas direkt hier lassen? Nö. Wir nehmen mal euch direkt raus und dann den ganzen Scheiß packen wir direkt ins Lager. Doink, platsch. Doink, doink, doink. Zentrifuge, wir kommen. Ob wir es wohl in der Folge schaffen, eine Zentrifuge zu bauen, sollten wir eigentlich. Oh, hier ist noch gar nichts gewachsen. Was ist denn hier los? Erfahre mal. Unsere Baumwolle. Was ist denn da los? Hä? So, dann brauchen wir. Du kannst mal weggehen. Und dann. Nein. So, jetzt sollten wir alles raus haben, was stören könnte. Wir haben noch Sand. Hier haben wir noch Sand. Jetzt haben wir kein Sand mehr. So. Und wir sollten was essen. Wobei, dann nehme ich mal lieber ein paar Blaubeeren. Von denen haben wir definitiv mehr. Aua, das war gerade laut. Unser Gleis, unsere Gläser. Ja klar. Unsere Schiene. Unser Weltwunder. Schaut es euch an. Schaut es an. Vielleicht hätten wir unser Hotel doch ein bisschen höher bauen sollen. Das sieht so für die Höhe zu breit aus, finde ich. Das ist wirklich proportional. Wir hätten es echt größer bauen sollen. Aber noch höher wiederum, das wäre wieder zu groß geworden. Ich weiß ja auch nicht. Kriege ich es ja auch nicht. Vielleicht bauen wir doch nochmal einen Keller rein. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Vergesse ich eh wieder. So, wir haben ein so ein Ding, das ist schon mal sehr schön. Wir haben Item-Wise-Injektoren, haben wir ein paar. Das ist nicht das, was wir brauchen. Stack-Wise. Zwei Stück für Agmese-Block, da war ja was. Das ist der ganze schöne Ton hier, meine Liebe, Damen und Herren. Was ist denn mit euch los? Hier bei ich da, Dankeschön. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wobei. Wir haben auch Masse von dem Zeug hier. Da kommen wir nach. 1, 2, 3, 4, 5. 5, bitte. Dankeschön. Du und so. So und so und so und weg. Dankeschön. Dankeschön. So. By the way. Yay. Stahlbarren. Danke. Und der Block kommt erstmal wieder dahin. So. Wir haben. Kunststoffplatten. Kunststoffplatten. 1, 2, 3, 4, 4. Kunststoffplatten. Die haben wir Langeweile. 1, 2, 3.
Und was war's noch? Ein Stock. Das kriegen wir hin. So, dann haben wir zwei Stück. Einer kann weg. Dafür. So, jetzt kommt das eigentliche Projekt. Wir haben dich. Wir haben dich. Haben wir One-Way-Tube? Du, was haben wir nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nö, haben wir nicht. Dann brauchen wir auch schon wieder Plaste. Wir brauchen ganz schön viel Plaste. Wir sollten mal wieder Plaste machen. Nicht, dass das ein Problem wäre. Wir haben ja Öl. Wir müssen es halt nur... Hey, wieso haben wir zwei? Achso, Glasflasche. Wir müssen es halt nur machen. Muss man das brennen? Achso. Ah, also zweimal brennen. Na gut, ist ja auch nicht so das Problem. Wir haben unseren super Highspeed-Ofen. Was? Achso. Ich dachte, wir kriegen ja diese leeren Gläser zurück, aber kriegen wir gar nicht. Die brauchen wir, um die. Ist auch egal. Weil wir da oben ein paar leere Gläser drin zu stehen hatten, dachte ich, wir bekommen die, wenn wir das hier einschmelzen. Aber das Glas schmilzen wir quasi auch gleich mit ein. Sind quasi Plastikflaschen, ne? Na komm, mach hin. Oh, dieser Ofen ist so langsam. Wir brauchen endlich mal HV-Technik. Was technisch kein Problem wäre, ne? HV-Technik wäre zwar völlig übertrieben, aber dank unserer Speichertechnik würde das, was wir hier mit MV und mit LV und MV gemacht haben, genauso auch mit MV zu HV funktionieren. Zwischenspeichern können wir es. Und sobald wir zwischenspeichern können, ist alles möglich. Das wäre zwar super OP, also wirklich super OP, aber wir könnten es machen. Jo. Das wäre geil. Richtig geil, Alter. Oh. Aber ganz ehrlich, HV-Technik lohnt sich nicht wirklich. Ja. Andererseits, ne, ein Atomkraftwerk lohnt sich auch nicht. Also, wenn wir uns ein Atomkraftwerk leisten, dann können wir auch uns auch HV-Technik leisten. Weil das Atomkraftwerk, das liefert ja direkt HV. Ne? Von daher wäre es dumm, die nicht direkt auch zu nutzen. Für HV-Technik. Dann haben wir unseren kleinen Wasserstrudel da für unsere Billigtechnik. Ja. Und dann haben wir nochmal richtig leistungsstarke HV-Technik. Ich weiß auch gerade nicht, was es als HV-Technik alles gibt. Also ich weiß, dass es Öfen gibt. Und das war's. HV. Da gibt es Batterien. Es gibt Kohlegeneratoren. Hochvoltkohlegeneratoren? Interessant. Ansonsten geht gar nichts. Okay, HV-Technik ist wirklich nur zur Energiegewinnung. Geräte gibt es dafür gar keine. Das ist natürlich interessant. Dezent. LOL. Ergo. Da brauchen wir auch gar kein Atomkraftwerk. Okay. Es war alles umsonst. Alles umsonst. Ich gehe mal kurz sterben. Tschüss. Los, Tobi, saugt mich auf. Was? Na, wir brauchen es natürlich trotzdem, ganz klar. Aber der Nutzen, der ist natürlich jetzt einfach mal noch geringer, als er ohnehin schon war. Weil Energiegewinnung haben wir bereits mehr als genug für die MV-Technik. Egal, dann bauen wir halt ein Atomkraftwerk, um einen zu haben. Ist halt so, ne? Macht nichts. Die Frage ist überhaupt, wo platzieren wir das Ding überhaupt? So von der Ortschaft her. Wir können jetzt natürlich hier noch eine Tür bauen, dann müssen wir aber runtergehen, also nicht so schräg runterbauen, weil da ist auch der Fluss.
Das heißt, einfach gerade bauen geht denn hier nicht. Aber ein Atomkraftwerk unterirdisch würde auch schon ein bisschen mehr Sinn machen. Sicherheitsaspekt technisch. Weil, ne, wenn Atomkraftwerk explodiert, dann sollte ja auch direkt das Grundwasser verseuchen. Und das macht halt mehr Sinn, wenn er dann halt unterm Boden ist. Weil da hat man halt mehr Grundwasser. Gut, man könnte ihn natürlich auch im See bauen. Da hat er direkt Kühlwasser. Ja, genau, so eine dumme Idee. Aber nee, wir bauen ihn hier, aber halt nach unten gebaut. Also vielleicht, ich meine, hier ist der Boden ja relativ, ne, ist ja hier relativ flach. Wir müssen also gar nicht so tief bauen. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir alles schon hin. Erstmal brauchen wir sowieso die Teile dafür. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Zentrifuge, um überhaupt erstmal Uran machen zu können. Bevor wir überhaupt anfangen können, nachzudenken, zu denken. So, genau, jetzt haben wir Zentrifuge. Wir haben dich. Dich haben wir noch nicht. Genau, dich wollten wir gerade bauen. Mese! Da ist doch Alkese! Weg da. Hin da. Dankeschön. Yay! Zwei Stück. Mann, häufen wir schon wieder ein bisschen Haufen Müll an, Alter. Ist ja abartig hier. Okay. Dich haben wir. Ach, das wird ja relativ easy. Ach nee, ist Bronze, wir brauchen Kupfer, oder? Ja, Kupfer. So. Compressing. Zum Glück haben wir ein Compressing. Genau, Kompressor. Klatschen wir einfach mal rein. Bam. 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 Wofür man auch bei einer Zentrifuge auch immer Kupferplatten braucht. Der Sinn erschließt sich mir jetzt eigentlich nicht wirklich. Aber gut. Vielleicht einfach als Gehäuse. Wobei das ja jetzt schon Gehäuse ist, ne? So einen Motor hatten wir noch. Vor allem ein einfacher Motor. Also ich würde da eher so ein Hoch. Nicht Hochfrequenz, sondern so ein. Also ein Motor mit einer hohen Drehzahl, ne? Und wenn hier steht einfacher Motor, dann ist das ja höchstens ein Motor, der, weiß nicht, eine Umdrehung pro Minute kann vielleicht so. Also, das, ne, so ein Motor, wo du mit Handkurbeln schneller bist als der Motor. So ungefähr. Dachte ich halt. Ja, das Ding. Hatten wir denn nicht eine angefertigt gehabt? War mir gerade so. Wir hatten doch letztens für irgendwas. Hatten wir doch so eine. Oder war das ein Werkzeug? Wir hatten doch letztens irgendwas gemacht, da hatten wir doch auch so ein Ding benutzt gehabt. Was war denn das? Was haben wir denn daraus gebaut? Ach, sowas hatten wir daraus gebaut wahrscheinlich. Haben wir schon so eine Bohrer gebaut? Nee, ne? Doch, stimmt, wir haben so eine Bohrer gebaut gehabt. Ja! Stimmt, wir haben so eine Bohrer. Hä? Hä? Whatever. Haben wir diese Bohrer noch? Wir haben doch Bohrer gebaut. Wo sind denn die denn? In Ladegeräten? Hä? Haben wir jetzt Bohrer gebaut oder nicht? Das ist mir gerade irgendwie so, als wenn wir mal Bohrer gebaut hätten. Aber ich sehe gerade keine. Kann also sein, dass ich die nur in meinen Träumen gebaut hatte. Okay, nee, da war es privat, dann habe ich. Ah, klar, stimmt, ich habe. Ja, alles gut. Eben, ich habe mit dem Walker-Konto, habe ich hier mit den Bohrern rumgespielt gehabt. Das war ja gar nicht im Let's Play. Ich schon wieder. Das ist das Problem, wenn man ein Let's Play-Spiel spielt und gleichzeitig auch noch privat mein Test spielt. Dann kann man ab und zu schon mal Sachen durcheinander bringen. Das ist ein bisschen deprimierend, würde ich sagen, oder so. Okay, das heißt, wir müssen uns definitiv so ein Ding hier nochmal bauen. Da brauchen wir Edelstahlbarren. Kriegen wir 5. Haben wir noch so eine Barren über? Nee, ne? Das klingt so teuer, da haben wir garantiert keine über. Edelstahlbarren. Also sowas hier haben wir noch. Zinkbarren. Also apropos Zink, wenn wir hier mal ein paar Sachen ablagern hier, ne? So und so. Edelstahlbarren, nö, hier blitzert eigentlich nichts vor sich hin. Nö. Oh, Alter, Uran. Ah.
Ura. Okay, Edelstahl. Wie macht man Edelstahlbarren? Chrombarren und Kohlestoffbarren. Hallo, ich will. Nein, mach mal weiter hier. Alter, weg da. So. Chrombarren. Hä? Oh, wow, wir haben genau 100. Ne. Chrom haben wir noch? Wir haben. Ne, klar, wir Chrom. Genau hier. Alter, weißt du, letztens hatten wir kein Zink gehabt, also kaum. Und jetzt haben wir mal über 200. Also nee, stimmt gar nicht. 199 haben wir. Was ein... Lol, gut, den einen können wir gleich mal einschmelzen. Der verbraucht hier bloß Platz. Was ist gerade passiert? Ich hab... Hä? A. Warum habe ich Flugrechte? Und B. Wann kam ich gerade darauf? Okay. Warum habe ich Flugrechte? Oh, Geistrecht habe ich auch. Lol. Interessant. Na gut, Geistrechte, das weiß ich noch, das hatte ich, damit ich auch in mir bauen kann. Weil das Bauen einfacher macht, aber Flugrechte? Okay. Nehme ich einfach mal so hin. Hier wollte ich hin. Nein, doch. Dafür. Danke. So. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, wie machen wir nochmal... Achso, ich hätte gleich mal ein bisschen Chromium mitnehmen können. Chromium. Okay, da haben wir ein Stack. Das schmelzen wir aber nicht komplett ein. Da machen wir mal... Andererseits brauchen wir für was Rohchromium? Okay, komm, diesen 50er Stack schmelzen wir mal ein. Wir haben immer noch 99 so. Wenn wir also wirklich irgendwann Roh brauchen, Rohchrom, dann haben wir davon 99, das sollte reichen. Okay, das heißt, wir haben Chrom und wir haben Kohlenstoffbarren. Und die konnte man auf... Mann, ich hau dich. Ich mach dich tot. Ich mach dich. So, Stahlbarren und Kohlestoff. Okay, das klingt. Ach so, ja, Kohlenstoffbarren. Naja, alles gut. Ich war gerade irgendwie bei Edelstahlbarren. Aber eben ist ja das hier, genau, ist ja das. Chrombarren und Kohlestoffbarren. Und das ist einfach normaler Stahlbarren und Kohlestoff. Fusionieren. Fusionierung! Gut, heißt, wir brauchen noch mehr Stahl. Kann ich also auch gleich mal einschmelzen. Weil da haben wir auch nicht mehr so viel. Ja. Wir müssen hier unbedingt mal aufräumen. Ach, wir haben ja noch Kohlestoffbarren. Ja, siehst du? Was bist du denn eigentlich? Gusseisenbarren. Silberbarren. Zink. Alter, wir haben so viel Zeug hier drin. Hier blickt doch keine Sau mehr durch. Jetzt könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ihr noch wisst, was hier wo, ne? Also, ich meine, ist ja schön, wenn ihr mich immer für blöd erklärt, ne? Der Ronny, der weiß nicht, wo was ist, aber ihr wisst es doch selber nicht mehr. Legierungsofen, genau, das Ding brauchen wir. Hier ist sogar noch Platz für die Zentrifuge. Lol. Wie war das jetzt? Ich mache einfach mal so. Halt, das reicht schon. Ah, das reicht schon. Wir brauchen nicht so viel. Das müsste schon generell. Genau, jetzt. Genau, jetzt brauchen wir bloß noch Diamanten. Sehr schön. Bleibt also genau ein Barren übrig. Es wird ja also immer voller in dem Kasten. Das ist ein Träumchen. Ach komm. So. Diamanten. 1, 2, 3, 4. Alter, diese Sägeblätter, die kosten halt schon extrem viel Geld. Und wozu zur Hölle braucht eine Zentrifuge eigentlich ein Sägeblatt? Eine Zentrifuge zersägt doch nichts. Habt ihr schon mal erklärt, wie eine Zentrifuge funktioniert? Egal. Auf jeden Fall, eine Zentrifuge arbeitet damit, du hast da Behälter, meistens aus Glas. Also direkt, du steckst da direkt deine Reagenzgläser rein. Und die werden quasi auf einer Trommel aufgehangen
und diese Trommel dreht sich dann. Und diese Zentrifugalkraft, daher auch der Name Zentrifuge, sorgt dafür, dass diese Röhrchen, die sind quasi gelenklich gelagert, die können also so rumschwappen. Und durch die Drehkraft werden die quasi nach außen gedrückt. Und das Ding wird halt so weit beschleunigt, dass auf diese Gläser eine so hohe Zentrifugalkraft wirkt, dass sich in dem Reagenzglas die schwereren Sachen am Boden ablagern, während die leichteren Sachen an der Oberfläche bleiben. Also quasi genau das, was schon so durch die Erdanziehungskraft quasi passiert. Nur kannst du halt in der Zentrifuge, da hast du halt nicht nur ein G, weil die Erdkraft ist ja, also die Erdanziehungskraft ist halt ein G. Und in der Zentrifuge hast du halt, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ein paar hundert G oder auf jeden Fall mehrere Dutzend G. Und damit kannst du halt quasi auch Stoffe trennen, die unter 1G, also normale Erdanziehung, sich nicht trennen würden. Und dafür nutzt du halt eine Zentrifuge. Das heißt, das Ding arbeitet einfach nur damit, dass du eine Scheibe drehst. Aber diese Scheibe ist kein Diamantbohrkopf, sondern eine normale Stahlscheibe. Also, ja, wenn überhaupt. Meistens ist es ein Kunststoff. Von daher, da wird nichts durchgesägt. Ich weiß also nicht, warum wir hier ein Sägeblatt machen müssen. Aber gut, jetzt sollten wir eigentlich alles haben. Ach nee, wir brauchen noch ein MV-Kabel. Kabelalarm. MV-Kabel. MV-Kabel. Jawohl, ja. Gut, das müssen wir eigentlich alles haben. Yay! Unsere erste Zentrifuge. Hau. Also, naja, unsere erste und letzte. Wir brauchen nicht so viele Zentrifugen. Holy shit! So, die bauen wir jetzt. Ich brauche eine Axt. Ich brauche sowieso erstmal eine neue Axt. Unsere alte Axt hat es ja zerlegt. Da haben wir nicht ganz aufgepasst. Dumm gelaufen, aber egal. Wir haben so viel Regenbogen-Scheiße, da ist. Wir scheißen quasi schon Regenbogen. Wir sind so eine richtige Nyan-Katze. Danke. So. So, und hier dran, guckt sie euch an, Alter, guckt die euch an, Verbesserungsfächer. Ah, da können wir auch wieder Batterien reinpacken. Kompressor, da können wir auch Batterien reinpacken. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Ich meine, hier haben wir deswegen Batterien drin, weil wir die alle parallel auch benutzen wollen. Und die, wenn die parallel geschalten sind, halt sehr viel Strom brauchen. Aber die anderen Sachen, die brauchen eigentlich nicht so viel Strom. Also, die nutzen wir nicht so häufig. Legierungsofen eigentlich auch nicht. Die könnten ja auch eigentlich wieder raus. Egal, können da drinnen bleiben. Batterien. Siehst du, wir können mal was gucken. Weil ich hatte mich letztens entdeckt, Batterien haben auch noch andere Rezepte. Das hier nehme ich zum Beispiel. Das heißt, damals, als wir hier die Dinger extra gemacht haben, ne, Sulfatstaub. Wir brauchen gar kein extra Sulfat. Wir hätten doch einfach das Rezept nehmen können. Kupfer haben wir. Und Eisen haben wir, Zinn haben wir erst recht. Also, ja, unsere Suche nach Sulfat war quasi komplett umsonst. Damals. Aber schön, dass man es immer danach entdeckt, dass sowas umsonst ist. Finde ich sehr geil. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Ich will jetzt keinen Fehler machen. Deswegen, jetzt schön sachte eins nach dem anderen. Uran, her damit. So, jetzt gucken wir mal, was wir wie in welcher Reihenfolge machen müssen. Uranbrennstäbe macht man aus den Dingern. Die Dinger macht man aus dem Staub. Das Staub macht man wahrscheinlich in der Zentrifuge. Das heißt, wir brauchen erstmal 7%igen Staub. Und 7%igen Staub macht man, indem man das Zeug abbaut, haben wir, das Zeug kocht und dann das granuliert. Okay, das heißt, wir machen als allererstes mal das Kochen. Oder das machen wir in der nächsten Folge. Die Folge ist ja jetzt schon fast zu Ende, von daher machen wir es mal in der nächsten Folge. Bis dann.